Jeder Mensch soll dein Talent haben. Welches hast du? Unterschriften fälschen, Lügengeschichten erzählen. Außerdem kann ich fast jeden imitieren. Das sind ja schon drei. Niemand sollte mit mehr als einem Talent gesegnet sein. Thomas Ripley führte ein farbloses Leben, bis das Angebot eines wohlhabenden Mannes alles verändern sollte. Würden Sie nach Italien fahren, Tom? Ich gebe Ihnen dafür 1000 Dollar. Dickie Greenleaf? Ich bin's, Tom. Tom Ripley. Und was machst du in Monji? Dein Vater. Würden Sie nach Italien fahren und ihn überreden, nach Hause zu kommen? Ich gebe Ihnen dafür 1000 Dollar. Ich habe das Gefühl, er wäre hier. Grauenhaft. Aber in einer solchen Welt... Auf die wunderbarsten Tage meines Lebens. Auf Monji. Mit solchen Freunden... Sag mal, wenn Männer spielen, warum spielen sie dann immer, dass sie sich gegenseitig umbringen? Vergisst er schnell seinen Auftrag. Ich finde, es war eine schöne Zeit. Oder etwa nicht. Das ist das Leben, von dem er immer geträumt hatte. Also, deinen Job hätte ich auch gern, Tommy. Du lebst in Italien, wohnst in Dickies Haus, isst von seinem Tisch, streckst seine Klamotten und sein Vater zahlt das Ganze. Wenn's dir langweilig wird, lass es mich wissen. Und der talentierte Mr. Ripley glaubt immer mehr daran, dass er dieses Leben nehmen und es zu seinem eigenen machen könnte. Signor Greenleaf, schön, dass Sie wieder da sind. Ich danke Ihnen. Wo ist Dickie? Ich kann nur raten wie du. Ich glaube dir nicht. Ich glaube dir kein einziges Wort, hörst du? Du lernst wirklich schnell, was? Kein Mensch hat Signor Ripley mehr gesehen seit Sanremo. Kinowelt präsentiert. Oscar-Preisträger Matt Damon. Oscar-Preisträgerin Gwyneth Paltrow. Jude Law. Und nominiert für den Oscar Cate Blanchett. Der talentierte Mr. Ripley.